Ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um zwei Schallplatten, die man so im Laden nicht zu kaufen bekommt. Woher ich die habe, warum ich die habe und wer mir die mitgebracht hat und wie die überhaupt aussehen, weil die sind original verschweißt, das sehen wir uns alles nach einem kurzen Intro an. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ja, hier bin ich wieder. Und zwar geht es um die ersten beiden Alben von AC/DC, und zwar TNT und High Voltage. Ich habe es mal hier rausgeschrieben. Es sind 1:1 Replikate der ersten beiden australischen Ausgaben inklusive diverser Druckfehler und Original-Labels, die es außerhalb Australiens und Neuseeland so nicht gegeben hat. So, wie kam ich jetzt überhaupt an diese Platten? Da muss ich ein klein bisschen ausholen, und zwar, ich blende euch mal ein Bild ein. Rechts im Bild ist mein lieber Schwager Martin, links davon ist sein Bruder Wolfgang. Die waren am Wochenende unterwegs nach Gelsenkirchen zum Konzert von AC/DC. Unterwegs hat er mir dann eine Nachricht geschickt mit einem Link, und das war der Link zu dem Video von Kayo vom Moshpit Passion, der ja auch ein wunderbares Video über diese beiden Platten gemacht hat. Grüße gehen raus an dich. Und hat mich dann praktisch gefragt, hättest du Interesse, ich fahre aufs Konzert, könnte ich dir mitbringen? Da habe ich geschrieben, jawohl, super, klar, warum nicht? Und das Besondere aber daran ist, dass man diese Platten jetzt, wie gesagt, nicht im Laden bekommt, auch nicht auf dem Konzert bekommt, sondern da gibt es so, wie nennt man es, Dive Bars. Man muss sich das so vorstellen, überall, wo die Band spielt, hier in Deutschland, gibt es dann so Locations, wo dann aufgebaut werden. Da gibt es dann Essen, da gibt es Trinken, da läuft dann ja, Rockmusik von AC/DC logischerweise. Dort trifft man dann Fans, Gleichgesinnte. Man kann sich dort ablichten lassen mit gewissen Requisiten. Man sieht die Schriftzüge von AC/DC und so weiter und so fort. Natürlich auch einen großen Merchandise-Shop. Und dort gibt es dann exklusiv nur diese beiden Alben zu kaufen. Zu den beiden Platten muss man noch dazu sagen, pro Kopf konnte man nur von jeder Platte eine mitnehmen. Also es ging jetzt nicht, dass man jetzt 3, 4 Exemplare mitnimmt und die dann wahrscheinlich irgendwo teuer verscherbelt, sondern man durfte nur eine Platte pro Kopf mitnehmen. Und da war ich natürlich hellauf begeistert, dass mein Schwager an mich gedacht hat und mich gefragt hat, ob er mir so Platten mitbringen soll. Was ich halt so witzig an der ganzen Geschichte finde, so klein ist halt die Welt, er selbst hat mit Vinyl nichts am Hut, aber er hat durch Zufall, durch eine AC/DC Fangruppe, ich glaube bei Facebook oder so, ich weiß gar nicht, hat er diesen Bericht von Kayo, von Moshpit Passion gesehen und das mir weitergeleitet. Und da habe ich ihm geschrieben, oh cool, das ist aber mal ein Zufall, ich kenne den, das ist ein guter YouTube-Kollege, den habe ich auch schon live getroffen und ja, fand ich dann irgendwie witzig, dass wir dann beide irgendwie den gleichen Artikel gesehen haben und dass er darauf auf mich aufmerksam geworden ist. So, jetzt haben wir aber lange genug geredet, wir schauen uns mal das Paket an hier. Also das war hier so eine Tüte, schön noch mit dem Logo drauf, das blendet ein bisschen und dann halt die beiden Platten. Einmal die High Voltage und einmal die TNT. Wir machen es jetzt mal auf, schauen mal, was drin ist und dann sehen wir weiter. So, dann fangen wir mal mit dieser Platte an. So sieht das Teil von vorne aus. So von hinten. Oh, sogar eine gefütterte Innenhülle, ich glaub's nicht. Wahnsinn. Und das ist die Platte. Schön. So, das ist das zweite Exemplar. Das ist irgendwie dicker. Das ist, glaube ich, ein Klappcover. So sieht das Ganze von innen aus. Haben wir noch und schon wieder eine gefütterte Innenhülle. Das finde ich echt fantastisch. Und auch nochmal dasselbe Label. So, also vom Cover her machen beide Platten auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Sehr dicker Karton hier. Hier ist auch noch ein Aufkleber drauf mit dem ganzen Titel bei der zweiten Platte. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal eine auf. So vom Klang her, der erste Eindruck. Kann ja nicht viel laufen lassen, YouTube, Lizenz und so weiter und so fort. Nur mal kurz auflegen, ganz kurz reinhören, auch mal schauen, ob sie gerade sind oder wellig. Das ist ja manchmal auch so ein Thema.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also die Platte ist absolut gerade, da gibt es gar nichts. Also wirklich von der Qualität fantastisch, auch vom Klang her absolut nicht zu meckern. Keine Störgeräusche, nichts. So, schauen wir uns kurz die zweite Platte auch noch an. Nicht, dass da das böse Erwachen kommt und die dann nicht in Ordnung ist, aber kann ich mir kaum vorstellen. Wunderbar. Klanglich und auch von der Verarbeitung her, da passt wirklich alles. Also da muss ich echt sagen, wenn man sich die Preise heute anguckt, was manche Platten heute kosten, was für eine Qualität oder eine Pressqualität man da bekommt, ist man hier bei 27 € mehr als gut bedient. Gerade weil es noch ein Sammlerstück ist und so eine tolle Qualität, also bin ich echt überrascht. Dann noch die gefütterten Innenhülle. Also ich würde sagen, das Glück ist perfekt. Also abschließend möchte ich nochmal vielen Dank dem lieben Martin sagen für dieses tolle Mitbringsel und natürlich auch dem Kayo von Moshpit Passion. Wie gesagt, schaut euch unbedingt das Video an von ihm. Der hat ein ausführliches Video gemacht zu der Platte. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo dalassen, würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!